Willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Wir sind im zweistelligen Bereich angekommen, Part 10. Und auf einmal ein Server. Durch den Disconnect beim letzten. Und es regnet. Ja. Wenn ich rausguck, denke ich auch, es fängt nicht an zu regnen. Morgen 30 Grad. Also heute Nachmittag, früher Nachmittag. Ja, wir wurden ein bisschen zurückgesetzt. Wir sind nicht gleich wieder da vorne gespawnt. Ja, das ist normal. In der Ego-Perspektive rumlaufen. Jerry Can. Okay, das Stuff vom Bahnsteig ist, das haben wir natürlich noch. Ihre Zombies. Wir müssen nicht gerade sehr weit weg. Weil sind die hier drinne? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Perfekt getarnt. Lauf! Alter, da ist auch einer! Okay, verbinden, verbinden, verbinden. Liegt eine Axt. Der könnte ich was ausrichten. Ich hab's einfach mal hinten rum und versucht die Axt zu kriegen. Ich hab meine einzigste Waffe, die ich hier in der Nähe habe. Die ich weiß, dass ich eine habe. Da ist nichts. Komm, 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 komm. Take Headshot. Taken, taken, taken. Quer durch. Geh. Nur vom Toolbar. So, nachladen. Bist du da? Snacks. Ich konnte keinen Blutverlust riskieren. Hier ist nur der Schatten. Oh, wenn ich jeden Part jetzt so anfange, denn... Boah, nee. Dann wird es zu viel für mich. Muss ich das Let's Play aus nervlichen Gründen beenden? Wenn meine Nerven das nicht mehr durchhalten. Part 8. Gleich mal ein Sturz vom Berg. Part 9. Allgemein durch die Beschattung. Ja, ich bin jetzt ein bisschen gelaufen, hab ich dich angelockt. Fall um, du Arsch. Cool. Was zu essen und was zu trinken. Ich bin scheiße, dass man die nicht so richtig sieht, die Axt. Wenn ich jetzt vom Spieler erschossen werde, ich bin immer noch keine Gefahr. Mit einer fucking Axt. Wenn ich auf den loslaufe, okay. Oh,
Oh nee, nicht Frameskip, nein. Am Laden hatte ich 60 Frames. Jetzt bin ich auf 10 runter. Auf 8. Ich bin 9, ach. Das verstehe ich noch nicht so ganz in Arma. Ich habe gerade wieder eine schlechte Verbindung, also eine gelbe. Wieso? Ich hoffe, das wird in Arma 3 gebessert. Und wenn der Mod nach Arma 3 konvertiert wird, dann würde ich gern weiter auf Zombie Survival gehen. Axt. Wie viele Äxte hier auch sind. Ich glaube, hier wohnen Holzfäller. Keine brauchbare Waffe. Nee, nee, nee. Gehört, man kann Dosen werfen. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Komm, steck ein. Komm schon. Ach, denn nicht. Ja, fuck Ping, würde ich mal sagen. Die Ego-Sicht gefällt mir nicht so. Wenn man die Waffen, wenn man nicht mal eine Waffe vor sich sieht. Sieht einfach nur so aus, als wenn man einen Bildschirm hier durch die Gegend steuert. Ach, das war auch schon hier Prigorodki. Ja, vorne kann ich nochmal kurz reingucken. Will die Axt nicht anders halten? So sehe ich sie. Die Frames sind hier hoch, gerade auf der Achterbahn. Stelle ich mir ein bisschen besser wieder und jetzt wieder down. Ich werde nochmal in die Halle gucken. Hier ist doch das gleiche wie vorhin auch drin. Da liegen die ganzen Zombies. Gucke ich jetzt nochmal da hinten in der Halle vorbei. Ne, Ego-Sicht geht gar nicht, wenn ich die Waffe nicht sehe. Sorry, falls ihr die Ego-Sicht wolltet, aber oh, wenn ich die Waffe nicht sehe, geht das nicht. So verkrampft wie er das Ding hält, er sogar im Arm. Durch den Arm durch. Ich habe jetzt ein bisschen verletzt dabei. Ja, wir haben auch noch 9900 Blut. Da wackelt so doof auf mich zu. Kann sich doch noch nicht gesehen haben. Sollte gefixt werden. Okay, wurde gefixt. Ja, vorher war das ja schrecklich. Der wird, hätte der unten, da unten mich ja schon gesehen. Also hier vor, glaube ich. Und hätte ich hier vor. Da sind noch mehr. Was geht hier ab? Was geht mit den Frames ab? Roter Ping bedeutet Frames um 5. Na, hammer geil. Kann ja mein Ping so schlecht sein? Das ist ein deutscher Server und ich habe eine 30.000er Leitung. Nicht sein, die Firmen sind jetzt immer noch so schlecht, obwohl das Symbol weg ist. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, was ich für ein Ping habe. Kann ja nicht angehen. Ich bin gejoint mit dem 3, also es erwartet bei mir ein 23er Ping.
alle, die es nicht wissen, Ping ist die Antwortgeschwindigkeit des Servers in Millisekunden. Je geringer sie ist, desto besser. Mal gucken, ob hinter in dem Raum da was drin ist. Und nicht, war das wieder scheiße, wieder nichts. Das ist eine Hand. Da war eine Hand. What the fuck? Wieso ist da eine Hand? Da drehe ich jetzt total durch. Oder was ist das? Ach, das ist ein Rohr. Mein Gott, ich dachte, das wäre eine Hand. Boah, ne. Du wirst wirklich paranoid in dem Spiel. Ich dachte, da liegt eine Zombie-Leiche drin. Aber hier ist gar nichts. Wieder nichts. Das ist doch scheiße. Ich brauche mal irgendwas, dem ich was anfangen kann. Außer mit einer Axt. Ich kann das Inventar mit zuhauen, wenn ich mehrere mitnehmen könnte. In der Holzfelder vom Dienst. Eine Axt mit Schussgeräuschen. Hätte auch nicht jeder. Bin ich gerade noch in die andere Richtung gelaufen? Ich werde da noch mal kurz vorbeigucken, ob da noch sowas wie ein Hunting Knife oder so ist. Leg dich hin! Alter, ist der Ping schlecht, ey. Das geht gar nicht. Komm her! Ich hab's gar nicht verdient, gegen mich zu kämpfen, ey. Scheiß Vieh. Eine Bandage wäre nicht schlecht. Ich hoffe, vielleicht kann man rein. Weil es gibt so eine Dinger als Fake-Haus und als richtiges. Okay, man kann durch die Scheibe gucken, also ist das ein richtiges. Ich glaube, die sind das gar nicht, sondern die so ähnlich aussehen. Diese kleinen Garagen. In der es nichts gibt. So gibt es hier nichts. Ich muss nach der Aufnahme unbedingt wieder den Server wechseln. Der. Das geht gar nicht. Davon kriegt ihr alles nichts mit. Kriegt ihr nichts mit. Das hat auch keine Auswirkung für euch, wenn ich auf einem anderen Server bin. Der Charakter bleibt ja der gleiche. Der wird ja gespeichert irgendwo lokal. Den Zombie gehört. Ja, nicht so weit weg. Da war das der da hinten. Okay. Die Folge ist aber auch gleich wieder zu Ende. Wenn ich jetzt keinen Zombie anlock. So, ich werfe mich jetzt hier ins Gebüsch und sage dann. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Arma 2 DayZ. Ciao. Ich sag das immer doppelt. Ich kann mich nie so richtig schnell verabschieden. Naja. Dann sag ich nochmal ciao. Tschüss, aus, Ende.